Hallo und herzlich willkommen zu Klick-Klack. Ich begrüße Sie zu einer sehr speziellen Ausgabe, denn ich habe gerade in Paris mit Hilary Hahn das Brahms-Doppelkonzert für Cello und Violine gespielt. Es war das erste Mal für mich, dass ich mit dieser außergewöhnlichen Künstlerin aufgetreten bin. Und es war wirklich ein Konzert, das mich sehr berührt hat. Hilary Hahn gehört zu den ganz großen Geigerinnen unserer Zeit. Und man muss sich mal vorstellen, sie ist gerade mal 43 Jahre alt und steht schon seit über 30 Jahren auf den großen Konzertbühnen der Welt. Schon als 15-Jährige spielte sie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks das Beethoven-Violinkonzert unter der Leitung von Lorin Maazel. Das war im Jahr 1995. Mittlerweile ist Hilary Hahn eine der vielseitigsten Musikerinnen. Für die Komponisten, Konzerte schreiben, die für Hollywood-Filme Musik macht und die auch Musikexperimente eingeht. Sie hat ihren eigenen YouTube-Kanal und ist sehr aktiv in den sozialen Medien. You see, it's still bright out, but it's almost 10 o'clock at night, so. Eine moderne Künstlerin, die unzählige Preise bekommen hat, unter anderem 3 Grammys. Einer, der sie über Jahrzehnte beobachtet und begleitet hat, ist der Münchner Dokumentarfilmmacher Benedikt Miro. Er hat 2 große Filme über sie gedreht. Jeder mag andere Musik. Das ist einer der Gründe, warum ich Musik so liebe. Es geht darum, wer bist du und was möchtest du heute hören? To play with her, she's amazing. She's a great violinist. Sie hat eine perfekte Intonation und eine fantastische Bogenführung. Sie ist so begabt, wie man nur sein kann. Sie ist wahrscheinlich eine der technisch begabtesten Geigenspielerinnen der Welt. Ich wollte immer etwas für sie schreiben. Sie hat unglaubliche Fähigkeiten. Oft spricht man über ihre Perfektion und die scheint ja fast bei ihr digital zu sein. Für mich spielt das aber nur eine Nebenrolle. Einer der Gründe, warum wir Hilary so sehr mögen, ist, weil sie anders ist. Sie lässt sich nicht einordnen. Wenn man in ein Konzert geht und man hört den Künstler tatsächlich das erste Mal spielen und da springt so ein Funken über und du spürst, wie der ganze Saal entzündet wird, wie der ganze Saal Feuer fängt und für diese Musik und für diesen Menschen auf der Bühne brennt. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Und dann zu wissen, ja, das ist der Künstler, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Und bei ihr kam eben dann noch dazu, dass sie dann als Mensch so überzeugend und so inspirierend ist, dass ich dachte, da muss ich dranbleiben auch. Ich habe ja 2003 angefangen zu filmen und jetzt der Film ist 2018, 19 fertig geworden. Also das war schon eine große, große Zeitspanne und die hat auch wahnsinnig Spaß gemacht und mich selber auch immer wieder weitergebracht. Sie ist so auf den Punkt mit jeder Note, die sie spielt, dass das einfach überzeugt. Das ist eine Kraft in ihrer Musik, die aber sich in ihrer Persönlichkeit widerspiegelt und die dadurch so ein ganzheitliches Bild einer Künstlerin auch entwirft, das mich komplett überzeugt hat.
Ich liebe es einfach, Musik zu machen. Dabei ist es mir egal, wo oder was genau, solange es spannend ist. Und solange es mit Musikern ist, die viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit in ihre Arbeit stecken. Ich denke, dass, selbst wenn du dich als Musiker nicht unbedingt mit dem Stil des anderen Künstlers identifizierst, du trotzdem spürst, ob der andere einen ähnlichen Zugang zur Musik hat wie du. Du kannst immer etwas lernen. Gerade wenn du mit Leuten arbeitest, die aus einer anderen Richtung kommen. Das Besondere an klassischer Musik heute ist ja, dass es nur sehr wenige Komponisten gibt, die ihre eigenen Werke spielen. Früher haben die Leute immer ihre eigene Musik aufgeführt, aber die klassischen Komponisten von heute machen das kaum mehr. Wenn du also einen Komponisten erleben möchtest, der Konzert für Konzert seine eigene Musik spielt, ist es sehr wahrscheinlich jemand wie Josh, ein Singer-Songwriter. Hallo! Komm mal rein. How's it going? How was the flight? Good. Fruit trees of Eden and gardens they seem to float like smoke from a lithium dream. It's actually very humbling. Mit Josh zu arbeiten lehrt mich Bescheidenheit. Denn ich habe wirklich keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Ich meine, ich gebe natürlich mein Bestes, ich versuche es. Und das ist es, worum es mir geht. Ich versuche, meine Erfahrungen in Frage zu stellen. Und darauf muss man sich einlassen, um zu lernen. Hillary ist einfach ein Mensch, der sich immer wieder neu erfindet als Künstler. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Sie ist ein Mensch, der nicht stehen bleibt, sondern sie hat einfach tatsächlich für sich irgendwann festgestellt, dass es sich lohnt, immer weiterzugehen. Einfach nochmal zu schauen, was passiert mit mir, wenn ich mich in neue Situationen bringe, wenn ich mich in neue Zusammenhänge stelle. Das ist sehr, sehr spannend, was sie gerade mit den sozialen Medien macht. Das ist auch mehr geworden. Also sie hat ja viel so, bei Instagram gibt es zum Beispiel so eine Reihe, die heißt 100 Days of Practice. Mhm. Die ist wahnsinnig spannend, weil sie da wirklich jeden Tag dokumentiert, wie sie probt. Und sie ist, während sie früher sehr, sehr, sehr kontrolliert war und sehr, sehr auch geschlossen, ich weiß nicht, wie weit auch die Arbeit mit uns damit zu tun hatte, aber sind jetzt diese Internetbeiträge, diese Social-Media-Beiträge auch sehr offen geworden. Also sie zeigt sich auch erschöpft, sie zeigt sich müde, sie zeigt sich frustriert. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil ja ganz allgemein in der Klassik oder überhaupt in diesem Stardom, in diesem Star-Business, die Leute sich immer von ihrer besten Seite zeigen. Und sie hat beschlossen, da ihre Menschlichkeit zu zeigen, mit ihrer Erschöpfung auch und ihrem Enttäuschtsein von vielem. Und das hat mich unheimlich berührt. I'm just all out of energy. Mit Hauschka, warst du da am Anfang auch ein bisschen irritiert, dass sie mit dem zusammenarbeitet? Nein, gar nicht. Das fand ich großartig. Hauschka ist für mich ein ganz, ganz toller Musiker und das ist so typisch Hillary. Ich lernte Hauschka über einen gemeinsamen Freund kennen. Ich war auf seinem Konzert, wir unterhielten uns und ich hatte Lust, einfach mal was auszuprobieren und zu sehen, was passiert. Dann hat sie ja wirklich so über die Improvisation mit Josh Ritter, also der Bluegrass-Musik, und dann eben zu Hauschka immer freier, immer mehr in die Spontankomposition kommend. Also wirklich toll. Da hat sie wirklich eine ganz spannende Entwicklung gemacht. Und sie hat gesagt, für sie ist es immer toll, immer wie so ein Full Circle Back zurück zu Vivaldi, zurück zu Beethoven und schauen, ja, was macht es mit mir, wenn ich diese Erfahrung gemacht habe? Und das, finde ich, macht sie so spannend als Künstlerin, weil sie immer wieder schaut, was muss ich tun, damit ich nicht stehen bleibe? Und das ist für mich, das macht so das Menschsein eben auch aus. Und deswegen finde ich sie so wichtig. People have
Die Leute haben schon immer versucht, Bach zu kopieren. Sie haben ihn analysiert und versucht herauszufinden, welche Regel er wo und wie verwendet. Was ihn meiner Meinung nach so einzigartig macht, besonders bei seinen Solostücken, die ich sehr gut kenne, weil ich sie schon so oft gespielt habe, sind für mich die Überraschungen, die in seiner Musik verborgen sind. Ich denke nicht, dass die Regeln das Entscheidende sind. Er spielt damit, von den Erwartungen abzuweichen. Du denkst zum Beispiel, dass er diesen einen Akkord jetzt auflöst, aber dann geht es auf einmal in eine ganz andere Richtung. Es ist, als kommst du in einen Raum und denkst, du blickst auf eine Wand. Aber dann ist es in Wirklichkeit die Decke. Und danach glaubst du, kommt ein Durchgang. Stattdessen ist da aber eine Falltüre in den Keller. Oder du glaubst, du trinkst ein Glas Wasser, aber tatsächlich atmest du Luft. Es ist, als ob er dich jedes Mal, wenn du denkst, du weißt, wo es lang geht, mit einer neuen Richtung überrascht. Und deswegen hast du als Künstler auch so viele verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Manchmal habe ich auf der Bühne eine Idee, die ich vorher so noch nie hatte. Obwohl ich genau dieses Stück schon 1000 Mal gespielt habe, denke ich mir auf einmal, was macht denn diese Note da? Die habe ich noch nie bemerkt. Und dem spüre ich dann nach. Und auf einmal eröffnet sich eine ganze Welt neuer Möglichkeiten. Für mich geht es bei Bach also immer um diese Art von fast magischen Entdeckungen. Als ich Mutter wurde, bedeutete das für mich vor allem eine Menge an logistischen Herausforderungen, bei denen ich lernen musste, viel entschlossener zu werden. Ich meine, irgendwann musst du aus der Tür raus, dazu muss man Schuhe anziehen, du musst einfach los und ja, wir können kurz drüber reden, aber lass uns bitte irgendwann aufbrechen. Also lass uns loslegen. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Konzert nach der Geburt meiner Tochter Zelda hatte. Ich stand auf der Bühne und in meinem Hirn drehte sich alles. Mir war klar, okay, ich spiele auf der Bühne, hier kommt diese Stelle, ich höre sie im Orchester. Wo ist Zelda? Geht es ihr gut? Würde mir jemand Bescheid sagen, wenn irgendetwas passieren würde? Ich bin auf der Bühne, ich muss mich auf das Konzert konzentrieren. Aber was sie da heute Morgen gemacht hat, war wirklich süß. Was sie wohl gerade macht, ob sie schläft? Ich stehe auf der Bühne. Und so ging das die ganze Zeit. Ich war nicht wirklich beunruhigt, ich konnte mich nur nicht konzentrieren. Ich konnte einfach nicht bei der Sache bleiben. Das Tolle an Hillary ist eigentlich, wenn ich mir jetzt den Film heute so angucke, der würde jetzt, wenn ich ihn heute drehen würde, komplett anders aussehen. Sie entwickelt sich so unglaublich, sie macht ständig weiter, sie bleibt nicht stehen, abgesehen davon, dass man heute sowas ganz anders drehen würde. Aber sie ist als Mensch und als Künstler so spannend und sie beweist so, wie wichtig das ist, nicht stehen zu bleiben, dass es einfach wert ist, sie sowohl als Künstler wie als auch Mensch weiter im Auge zu behalten. Das finde ich wahnsinnig schön. Ich schätze mal, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde, bis das Konzert losgeht. Und ich verliere langsam die Fähigkeit, ganze Sätze zu bilden. Mein Gehirn schaltet auf Musik um. Das ist wie in eine andere Sprache zu wechseln. Es ist, als würde ich mein Englisch vergessen. Mir fallen keine Wörter mehr ein. Dafür konzentriere ich mich auf die Noten und führe mir die Struktur, die Grammatik und den Inhalt des Stückes, das ich gleich spielen werde, vor Augen. Aber in meinen Adern pumpt jetzt auch das Adrenalin. Meine Muskeln fühlen sich komisch an. Meine Finger sind so steif, als hätte ich die Passagen niemals geübt. Obwohl ich weiß, dass ich es habe. Sorgen mache ich mir deshalb keine. Ich musste nur lernen, was das alles mit mir macht und wie ich damit umgehen muss. Und dann, wenn ich auf die Bühne gehe, entfaltet sich die ganze Anspannung in eine eigenständige Kraft.
und ich kann den Moment wirklich genießen. Es gehört einfach alles zusammen. Aber zu meinem Konzert mit Hillary. Wir durften ja mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France in der Maison de la Radio das Doppelkonzert von Johannes Brahms spielen. Und in einer Probenpause hatte ich die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Ich freue mich heute ganz besonders, hier mit Hillary Hahn zu sein. Dieses Konzert haben wir lange gewartet. Ich habe Hillary hier schon vor 3 Jahren gehört, genau in dieses Maison de la Radio mit Sibelius. Das war ein ganz großartiges Konzert. Und da haben wir uns wirklich zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Hillary, thank you so much. Hillary, schön, dass du hier bist. Ich würde gern mit dir ein wenig über Brahms sprechen. Nun weiß ich ja, du spielst das Brahms-Violinkonzert sehr oft. Erzähl mir, gibt es da eine Verwandtschaft zwischen dem Brahms-Violinkonzert und seinem Doppelkonzert? Relationship between the violin concerto and the double concerto, because everybody says this concerto is actually more like a cello. Viele sagen ja, dies ist ein Cellokonzert. Wie denkst du darüber? Nun, ich habe ja schon viele Doppelkonzerte gespielt, mit Oboe, nicht so viele mit Streichern, aber es gibt ja die Bach-Doppelkonzerte für 2 Violinen. Und hier ist die Rollenverteilung ganz einfach. Sie sind gleichberechtigt mit einem bewegten Rhythmus. Aber hier gibt es viele Freiheiten, die wir beide haben, und ich suche immer wieder Parallelen zu Brahms Violinkonzert. Auch wenn sie ähnliche Themen haben, sind sie doch sehr unterschiedlich. Aber ich denke auch, dies ist eher ein Cellokonzert. Das Cello führt immer die Themen an und führt sie ein. Und schau nur allein die Eröffnungskadenz an. Die gehört allein dem Cello. Auch wenn ich keine Belege habe, so denke ich, dass er eigentlich ein Cellokonzert schreiben wollte. Und da er genau wusste, wie ein Violinkonzert funktioniert, hat er etwas dazu geschrieben, nur um sicher zu sein. So he just added a little bit, just in case. Für mich fühlt sich das hier an wie ein Trio. Wir sind hier nicht Gäste in einer Symphonie. Nein, es fühlt sich an wie ein Trio und das Orchester ist einer der Solisten. Sie haben ihre Auftritte und wir haben unsere Auftritte und alles verbindet sich dann. Keiner steht für sich. It's not too isolated, they keep playing while we're playing. But there is a lot of. Es gibt so viele Schichten. Es ist ein großes symphonisches Werk, aber jeder hat seinen Auftritt. It's a big part and big parts for everyone. Thank you.
I think there's an intentionality in the double concerto. Ich glaube, es gibt da eine bestimmte Absicht in diesem Konzert. Einerseits ist es experimentell angelegt und andererseits sehr kalkuliert. Darin besteht für mich die Herausforderung. Die experimentellen Themen, die die Erwartungen brechen, stehen den erkennbaren klassischen Brahmschen Melodien gegenüber. Man kann auch sehr klare Charaktere unterscheiden. Hier ein Stück und hier ein Stück. You see the chunk, you see the chunk, you see the chunk. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Du hast so viele Aufnahmen gemacht mit so vielen unterschiedlichen Künstlern. Hast du die durch Zufall getroffen oder hast du nach speziellen Sachen gesucht? Oder hörst du dir sehr viel unterschiedliche Musik an und hast dann das Gefühl, ich möchte so gern etwas mit dieser Person zusammen machen? Also, wenn mir etwas keine Ruhe mehr lässt, dann muss ich es tun. Oft geht es mir dann so durch den Kopf und ich kann nicht aufhören, daran zu denken und merke, oh, das ist ein großes Projekt. Also du entscheidest das emotional. Ja, genau. Es ist dann wie eine Obsession. Und dann weiß ich, das ist mein neues Projekt. Man muss sich immer selber neu herausfordern und du musst immer an deiner Technik arbeiten, immer neue Tempi ausprobieren. Du musst offen sein für die Ideen der Menschen, mit denen du arbeitest, aber dich immer selber testen. Und nicht die Dinge übernehmen, die für dich nicht funktionieren. Aber wenn du nicht offen bist, dann wiederholst du dich nur. Also die Zugabe heute. Du hattest mir geschrieben. Das ist das Wichtigste, die Kleider und die Zugaben. Ja, aber was? Ja, das ist so ein Thema, denn die meisten spielen ja Bach. Und ich suche immer neue Stücke. Ich habe immer mehr angefangen, Zugaben mit den Orchestern zu spielen. Aber das ist ja leider in Amerika und England unmöglich. Denn die haben ja für so etwas nie Zeit. Ja, die Gewerkschaften. Aber du spielst auch sehr viel Bach als Zugabe. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch angefangen, Solo-Zugaben für mich komponieren zu lassen. Aber es stimmt schon, ich liebe Bach sehr als Zugabe. Ich finde, er bringt jeden wieder zurück auf die Erde.
Aber ist das so einfach? Nein, einfach ist das falsche Wort. Ich meine nach einem Brahms oder einem Tschaikowski mit so vielen Emotionen. Ja, ich versuche die Energie herauszunehmen und spiele etwas Langsames. Und nach einem großen Konzert spiele ich die Sarabande noch zurückgezogener und langsamer. Bei jedem ist die Energie da oben und so kommen wir gemeinsam wieder runter. Aber wir haben heute eine echt coole Zugabe. Wir lassen es krachen. Wir spielen ein Duo von Kodály, den dritten Satz. Damit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Beim nächsten Mal begrüßt Sie wieder Martin Grubinger. Und wir sehen uns wieder mit einem Special von meinem Festival in Olsberg.